Im Skiort Ischgl infizierten sich vor einem Jahr Tausende mit Covid-19. Eine neue Studie zeigt, erworbene Immunität bleibt bestehen. Flensburg, nächtliche Ausgangssperre ab Samstag. Geisterschiffe vor Limassol. Seit 9 Monaten dümpeln 6 Kreuzfahrt-Luxusliner vor Zyperns Hauptstadthafen. Tausende Touristen aus ganz Europa und Anwohner infizierten sich vor gut einem Jahr im österreichischen Skiort Ischgl mit Covid-19. Vor 8 Monaten stand fest, 42% der Ischgler hatten Antikörper gegen Covid-19. Eine neue Studie zeigt jetzt, dass die Immunität bei fast allen erhalten bleibt. Für die Antikörperuntersuchung haben wir mehrere Testverfahren eingesetzt, einfach damit unsere Ergebnisse valide sind. Von den Personen, die damals bei der ersten Studie dabei waren und zur zweiten Studie gekommen sind, 90% haben weiterhin Antikörper. Und aus denen, bei denen wir die zelluläre Immunität untersucht haben, gibt es Hinweis auf 70%, dass sie auch zelluläre Immunaktivität haben. Die zweite Infektionswelle fiel in Ischgl deutlich niedriger aus, was die Wissenschaftler als Hinweis verstehen, dass eine Rückkehr zu mehr Normalität früher möglich ist als erwartet. Mit ein bisschen Social Distancing, ein bisschen Sachen, die der Wirtschaft und dem Einzelnen nicht so schaden und einer Durchimpfungsrate von 40-45%, könnte tatsächlich ein Alltag wieder möglich sein, wenn dieser Fall Ischgl auch breiter anwendbar ist. Neuinfektionen in Tirol zeigen allerdings, dass bestehende Antikörper gegen das ursprüngliche Virus offensichtlich nicht vor einer zweiten Infektion mit einer neuen Variante wie der aus Südafrika schützen. Neue Varianten müssten so lange eingedämmt werden, bis auch hier wirksame Impfstoffe verfügbar sind. In Flensburg gilt aufgrund hoher Corona-Fallzahlen ab Samstag eine nächtliche Ausgangssperre. BewohnerInnen der norddeutschen Stadt dürfen dann zwischen 21 und 5 Uhr nur noch in Ausnahmefällen das Haus verlassen. Die Einschränkung gilt zunächst für eine Woche. Flensburg hat mit 185 Fällen pro 100.000 EinwohnerInnen eine der höchsten 7-Tage-Inzidenzen Deutschlands. Etwa ein Drittel der Infektionen in der Stadt seien auf die britische Virusvariante zurückzuführen, so der Gesundheitsminister des Landes Schleswig-Holstein. Das ist eine drastische Maßnahme, dessen sind wir uns sehr bewusst. Aber weil sie so drastisch ist, kann sie auch immer nur für einen sehr kurzen Zeitraum befristet sein, muss gut begründet sein. In diesem Fall ist sie das, weil wir die positive Entwicklung in Schleswig-Holstein nicht gefährden wollen und auch nicht gefährden dürfen. Insgesamt gingen die Infektionen in dem Bundesland zurück, so Ministerpräsident Daniel Günther. Landesweit ist die Inzidenz mit 52 weniger als ein Drittel so hoch wie in Flensburg. In der Stadt werden deswegen auch private Treffen mit Personen außerhalb des eigenen Hausstands bis auf wenige Ausnahmen komplett untersagt. In Flensburg und im umliegenden Kreis Schleswig-Flensburg wird zudem die Öffnung der Schulen und Kitas verschoben. Außerdem sollen Zentren errichtet werden, in denen die Menschen kostenlos Schnelltests nutzen können. In der kommenden Woche soll die Situation neu beurteilt werden. In der Schweiz hat die Regierung Lockerungen des Lockdown wie die Öffnung von Geschäften und Zoos ab dem 1. März angekündigt. Wie Bundesrat Guy Parmelin unterstrich, geht es in der Exit-Strategie vor allem um Erleichterungen für Kinder und Jugendliche. Wir sind jetzt in dieser Situation, die sich etwas verbessert. Es bleibt einiges Risiko, aber es verbessert sich. Wir haben Perspektiven damit für die nächsten Wochen und Monate. Und wir können dann daher beginnen, die Einschränkungen zu lockern. Langsam, vorsichtig, versuchen wir es vernünftig zu tun. Und wenn wir es gut aufpassen, dann schaffen wir auch Anfang April dann darüber hinaus den nächsten Schritt. Nur die Terrassen von Cafés und Restaurants sollten ab dem 1. April wieder aufmachen dürfen. Weitergehende Öffnungen von Gaststätten werden nach Ostern anvisiert. Ab dem 1. März dürfen draußen wieder bis zu 15 Personen zu privaten Veranstaltungen zusammenkommen. Wenn wir uns vorstellen, in einem Jahr,
Wo stehen wir da in der Schweiz punkto Pandemie? Ich mindestens auf einer Terrasse mit einem Bier. Hoffe ich. Wo sind wir, Herr Präsident, in einem Jahr? Ja, das Gleiche für mich, aber mit einem Glas Weißwein. Geisterschiffe dümpeln vor Limassol. Zyperns Hauptstadthafen ist Fluchtpunkt für stillgelegte Kreuzfahrtriesen. Seit 9 Monaten liegen hier 6 Luxusliner fest. Mit Minimalbesatzung werden sie instand gehalten. Für den Hafen von Limassol sind die Schiffe immerhin eine Einnahmequelle, denn auch Zypern ist im Lockdown. Der Tourismus ist um über 80% zurückgegangen. 120.000 Euro pro Monat zahlen die Reedereien für die Versorgung ihrer Schiffe. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unseren Hafen, denn wir bieten alles rund um die Versorgung der Schiffe, der Wechsel der Besatzungen, die Versorgung und alle damit verbundenen Dienstleistungen. Eben alles, was die Schiffe für den Standby-Modus brauchen, bis die Kreuzfahrtindustrie wieder anläuft. Wir erwarten das für den Sommer 2021. Offen ist dabei, wie die Reiseveranstalter das Infektionsrisiko im Griff behalten wollen. Laut Carnival, einem der weltgrößten Veranstalter, setze man auf die Impfungen, habe aber noch nicht entschieden, wie man praktisch vorgehen wolle. Darauf setzt auch Zypern, ein Land, in dem Schifffahrt und Tourismus für 1/5 des Bruttoinlandsproduktes sorgen. Die Hoffnung ist aber nur berechtigt, wenn eine praktikable Kontrolle möglich ist, heißt, wenn nur nachweislich Geimpfte ins Land oder an Bord dürfen. Japan hat eine neue Organisationschefin für die Olympischen Sommerspiele, die am 23. Juli in Tokio starten sollen. Seiko Hashimoto, bisher Olympiaministerin. Die frühere Eisschnellläuferin und 7-fache Olympiateilnehmerin gehört der konservativen Regierungspartei an. Ich übernehme diesen Posten zu keinem leichten Zeitpunkt. Ich werde keine Mühen scheuen, damit die Sommerspiele in Tokio ein Erfolg werden. Sichere Spiele zu organisieren ist mein Hauptanliegen. Das versichere ich Ihnen heute. Hashimoto will auch für mehr Gleichberechtigung kämpfen, nach einem Sexismusskandal um ihren Vorgänger. Der 83-jährige Hoshiro Mori hatte bei einer Olympiasitzung gesagt, dass sich Meetings mit Frauen in die Länge zögen, weil diese Schwierigkeiten hätten, sich präzise auszudrücken. Es folgte ein Sturm der Entrüstung. Mori musste den Hut nehmen. Das Weltall, eine Männerwelt? In der Realität auf jeden Fall. Neil Armstrong ist einer von 495 Männern, die bisher ins All geflogen sind. Aber nur 65 Frauen waren jemals im Weltraum. In der Filmwelt sieht es ähnlich aus. Hier ein kleiner Überblick über Kinoheldinnen im All. In Barbarella aus den 60ern spielt Jane Fonda eine stets knapp bekleidete Astronautin, die auf ihrer Mission zahlreiche erotische Abenteuer erlebt. Die unbestrittene Space-Heldin ist Sigourney Weaver als Offizier Ripley in der Alien-Reihe. In der 3. Star-Wars-Trilogie spielt Daisy Ridley die Schrottsammlerin Rey, die zu einer Jedi-Ritterin ausgebildet wird. Im Science-Fiction-Drama Interstellar ist Anne Hathaway Teil einer Mission, die die Menschheit retten soll. Jessica Chastain, die Tochter eines Wissenschaftlers. Sandra Bullock gewann für ihre Hauptrolle in Gravity einen Oscar und machte die Astronautin Dr. Stone zu einer der wichtigsten Sci-Fi-Heldinnen. In der Realität sendete die Europäische Raumfahrtagentur bisher 2 Frauen ins All. Mit der aktuellen Bewerberrunde sollen es mehr werden. Die ESA hat keine Quoten bei der Auswahl von Astronauten, deswegen wollen wir mehr Bewerberinnen, denn das wird dazu führen, dass wir mehr Astronautinnen einstellen können. Wie man für mehr Diversität im Weltall sorgt, hat Nichelle Nichols gezeigt. Die Schauspielerin war in Star Trek die erste schwarze Frau in einer Weltraumserie. Der jetzt erschienene Dokumentarfilm Woman in Motion erzählt, wie sie ihre Popularität nutzte, um für mehr Frauen und Schwarze bei der NASA zu werben. Where are my people?
Hintergründe und Analysen aus der EU gleich in The Brief from Brussels, hier bei Euronews. An diesem Freitag treten die USA offiziell wieder dem Pariser Klimaabkommen bei. Die Entscheidung war eine der ersten Amtshandlungen von Joe Biden, der damit den von Donald Trump 2017 betriebenen Austritt wieder rückgängig machte. Die Biden-Administration will bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Das bedeutet, dass Emissionen von fossilen Energieträgern, von natürlichen Ökosystemen oder technischen Lösungen neutralisiert werden. Die EU hat dasselbe Ziel und sieht das Potenzial für neue Partnerschaften. Beide Seiten investierten viel in diese Politik, meint die finnische EU-Abgeordnete Mia-Petra Kumpula-Natri. Die EU könne als Wegweiser dienen, was zu einem gesunden Wettbewerb bei Klimatechnologie führen könne. In seinen ersten Reden als Joe Bidens Klimabeauftragter habe John Kerry angedeutet, dass dabei auch der Export eine wichtige Rolle spielen könne. Nach China sind die USA mit ihrer großen Agrar- und Industrieproduktion der zweitgrößte Erzeuger von CO2-Emissionen, allerdings mit weitem Abstand. Umweltschützer wollen von den westlichen Demokratien mehr Aktion und mehr Solidarität gegenüber ärmeren Staaten sehen. Der Westen müsse aufhören, Geld in fossile Energieträger zu stecken, auch in Erdgas, denn auch immer werde in Flüssiggasterminals investiert. Auch erwarte man eine entschlossenere Führung auf internationaler Ebene von den USA und der EU, wozu die Solidarität mit den Staaten der Südhalbkugel zähle. Wissen und Technologien müssten geteilt werden, damit auch Entwicklungsländer den Übergang zur klimaneutralen Wirtschaft schaffen. And technology to Global South to support transition in also less developed countries. US-Präsident Biden will mit einem Billionen-Dollar schweren Klimaplan 10 Millionen Jobs in Sektoren umweltfreundlicher Energien schaffen. Außerdem versprach er, die Emissionen von der Öl- und Gasförderung zu reduzieren. Die Wirtschaft ist dabei und sieht Kooperationschancen mit der EU. In order for business to invest, damit Unternehmen langfristig investieren können, bräuchten sie ein stabiles, berechenbares und sicheres Umfeld, so Susan Denger von der US-Handelskammer in Europa. Dann könnten sie Geld in neue Technologien stecken, nicht nur um ihre eigene Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, sondern auch um Lösungen für den Rest der Gesellschaft zu finden. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Washington und Brüssel könnte sich auch positiv auf andere Staaten bei der nächsten Klimakonferenz im November in Glasgow auswirken. Dieses Programm gibt es als Video on Demand auf euronews.com und auf unseren mobilen Apps.
Im Skiort Ischgl infizierten sich vor einem Jahr Tausende mit Covid-19. Eine neue Studie zeigt, erworbene Immunität bleibt bestehen. Keine Angst vor AstraZeneca? Die Behörden versuchen, die Skepsis gegenüber dem umstrittenen Impfstoff auszuräumen. Geisterschiffe vor Limassol. Seit 9 Monaten dümpeln 6 Kreuzfahrt-Luxusliner vor Zyperns Hauptstadthafen. Vielerorts versuchen die Behörden, die Bedenken gegen den Impfstoff von AstraZeneca aus dem Weg zu räumen. Nicht nur am ehemaligen Berliner Flughafen Tegel gab es aber kein Gedränge von medizinischem Personal, um sich damit impfen zu lassen. Als Vorbild will jetzt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vorangehen. Er hat angekündigt, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen und dann als Impfarzt tätig zu werden. Dabei warnt der Mediziner weiter vor den Virusvarianten. Der Vektorimpfstoff von AstraZeneca hat in einem Krankenhaus in Braunschweig für viele Krankmeldungen gesorgt. Deshalb wurden diese Impfungen sogar teilweise ausgesetzt. Die Schlussfolgerung, die wir daraus gezogen haben, ist, dass wir nicht mehr mitten in der Woche impfen und dass wir selektieren müssen, wen wir impfen. Wir können nicht ganze Stationen impfen. Wenn die dann einen Tag ausfallen, haben wir entweder Belegungsprobleme auf Station oder im OP. Deswegen werden wir beim nächsten Mal freitags impfen, damit die Mitarbeiter sich am Wochenende erholen können. Laut dem Gesundheitsminister wurden in Deutschland bislang knapp 740.000 Dosen von AstraZeneca ausgeliefert und etwa 90.000 verimpft. Gegen die britische Variante des Coronavirus ist der Impfstoff laut Hersteller wirksam. Tausende Touristen aus ganz Europa und Anwohner infizierten sich vor gut einem Jahr im österreichischen Skiort Ischgl mit Covid-19. Vor 8 Monaten stand fest, 42% der Ischgler hatten Antikörper gegen Covid-19. Eine neue Studie zeigt jetzt, dass die Immunität bei fast allen erhalten bleibt. Für die Antikörperuntersuchung haben wir mehrere Testverfahren eingesetzt, einfach damit unsere Ergebnisse valide sind. Von den Personen, die damals bei der ersten Studie dabei waren und zur zweiten Studie gekommen sind, 90% haben weiterhin Antikörper. Und aus denen, bei denen wir die zelluläre Immunität untersucht haben, gibt es Hinweis auf 70%, dass sie auch zelluläre Immunaktivität haben. Die zweite Infektionswelle fiel in Ischgl deutlich niedriger aus, was die Wissenschaftler als Hinweis verstehen, dass eine Rückkehr zu mehr Normalität früher möglich ist als erwartet. Mit ein bisschen Social Distancing, ein bisschen Sachen, die der Wirtschaft und dem Einzelnen nicht so schaden und einer Durchimpfungsrate von 40-45%, könnte tatsächlich ein Alltag wieder möglich sein, wenn dieser Fall Ischgl auch breiter anwendbar ist. Neuinfektionen in Tirol zeigen allerdings, dass bestehende Antikörper gegen das ursprüngliche Virus offensichtlich nicht vor einer zweiten Infektion mit einer neuen Variante wie der aus Südafrika schützen. Neue Varianten müssten so lange eingedämmt werden, bis auch hier wirksame Impfstoffe verfügbar sind. Dänemark möchte aus dem Lockdown raus, aber die hochansteckende britische Virusvariante ist zuletzt in fast jeder zweiten analysierten Corona-Probe gefunden worden. Um das gesellschaftliche Leben wieder öffnen zu können, will die Regierung auf eine ambitionierte Teststrategie setzen. Sie plant, alle 5,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger künftig 2-mal pro Woche auf das Coronavirus testen zu lassen. Das kündigte Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwoch auf einer Pressekonferenz an. Es erfordert etwas vom einzelnen Bürger und vom Arbeitgeber und natürlich auch von uns, dass die Testkits bereitstehen und die Testzentren geöffnet sind. Wirtschaftsexperten halten die vorgestellte Teststrategie für unrealistisch und wahnwitzig. Sie rechnen vor, dass sie den Staat rund 100 Milliarden Kronen pro Jahr kosten würde, 13,4 Milliarden Euro. Genauso viel wie das gesamte dänische Gesundheitswesen pro Jahr. Es macht mir nichts aus. Ich denke, es ist besser, sich testen zu lassen, als nicht getestet zu werden. Ich werde es tun, wenn es sein muss, aber ich finde, es klingt schon ein bisschen verrückt. Im Prinzip ist das okay, aber ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob es nah genug an den Arbeitsplätzen der Leute sein wird.
Dänemark wolle am 1. März mit der Lockerung beginnen und habe laut Gesundheitsminister 10 Millionen mildere Tests der neuen Generation erworben, bei der das Wattestäbchen nicht so tief in die Nase geschoben werden müsse. Zunächst sollen aber erstmal nur ausgewählte Gruppen getestet werden, Schüler und Beschäftigte in Geschäften, die bei der Wiedereröffnung an vorderster Front stehen, also rund 160.000 Tests pro Tag. Es ist eine Premiere in Frankreich und eine große medizinische Leistung. Zum ersten Mal hat eine Französin mit einer gespendeten Gebärmutter ein Baby geboren. Ihr kleines Mädchen kam am 12. Februar in einem Krankenhaus nahe Paris zur Welt. Für die Mutter, Deborah, wurde ein Traum wahr. Sie können sich sicher vorstellen, wie glücklich die Mutter ist. Es geht ihr gut, es gab keine Komplikationen. Sie ist dabei, sich zu erholen, ihr Baby zu stillen, sich um die Kleine zu kümmern. Alles läuft wunderbar. Die 36-jährige Deborah wurde ohne Gebärmutter geboren. Ein Phänomen, das eine von 4.500 Frauen betrifft. 2019 erhielt sie die erste Gebärmuttertransplantation in Frankreich. Die Spenderin war ihre Mutter, damals 57 Jahre alt. Es ist ein Erfolg, ein medizinischer Triumph und eine riesige Chance, die Zehntausenden von Patientinnen Hoffnung gibt. Das Team hofft, bald auch andere betroffene Frauen zu unterstützen. Es laufen klinische Studien an 10 weiteren Patientinnen, die ohne Gebärmutter geboren wurden. Geisterschiffe dümpeln vor Limassol. Zyperns Hauptstadthafen ist Fluchtpunkt für stillgelegte Kreuzfahrtriesen. Seit 9 Monaten liegen hier 6 Luxusliner fest. Mit Minimalbesatzung werden sie instand gehalten. Für den Hafen von Limassol sind die Schiffe immerhin eine Einnahmequelle, denn auch Zypern ist im Lockdown. Der Tourismus ist um über 80% zurückgegangen. 120.000 Euro pro Monat zahlen die Reedereien für die Versorgung ihrer Schiffe. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unseren Hafen, denn wir bieten alles rund um die Versorgung der Schiffe, der Wechsel der Besatzungen, die Versorgung und alle damit verbundenen Dienstleistungen. Eben alles, was die Schiffe für den Standby-Modus brauchen, bis die Kreuzfahrtindustrie wieder anläuft. Wir erwarten das für den Sommer 2021. Offen ist dabei, wie die Reiseveranstalter das Infektionsrisiko im Griff behalten wollen. Laut Carnival, einem der weltgrößten Veranstalter, setze man auf die Impfungen, habe aber noch nicht entschieden, wie man praktisch vorgehen wolle. Darauf setzt auch Zypern, ein Land, in dem Schifffahrt und Tourismus für ein Fünftel des Bruttoinlandsproduktes sorgen. Die Hoffnung ist aber nur berechtigt, wenn eine praktikable Kontrolle möglich ist, heißt, wenn nur nachweislich Geimpfte ins Land oder an Bord dürfen. Das Weltall, eine Männerwelt? In der Realität auf jeden Fall. Neil Armstrong ist einer von 495 Männern, die bisher ins All geflogen sind. Aber nur 65 Frauen waren jemals im Weltraum. In der Filmwelt sieht es ähnlich aus. Hier ein kleiner Überblick über Kinoheldinnen im All. In Barbarella aus den 60ern spielt Jane Fonda eine stets knapp bekleidete Astronautin, die auf ihrer Mission zahlreiche erotische Abenteuer erlebt. Die unbestrittene Space-Heldin ist Sigourney Weaver als Offizier Ripley in der Alien-Reihe. In der dritten Star-Wars-Trilogie spielt Daisy Ridley die Schrottsammlerin Rey, die zu einer Jedi-Ritterin ausgebildet wird. It's calling to you. Im Science-Fiction-Drama Interstellar ist Anne Hathaway Teil einer Mission, die die Menschheit retten soll. Jessica Chastain, die Tochter eines Wissenschaftlers. Sandra Bullock gewann für ihre Hauptrolle in Gravity einen Oscar und machte die Astronautin Dr. Stone zu einer der wichtigsten Sci-Fi-Heldinnen. In der Realität sendete die Europäische Raumfahrtagentur bisher 2 Frauen ins All. Mit der aktuellen Bewerberrunde sollen es mehr werden. Die ESA hat keine Quoten bei der Auswahl von Astronauten, deswegen wollen wir mehr Bewerberinnen, denn das wird dazu führen, dass wir mehr Astronautinnen einstellen können. Wie man für mehr Diversität im Weltall sorgt, hat Nichelle Nichols gezeigt. Die Schauspielerin war in Star Trek die erste schwarze Frau in einer Weltraumserie. Der jetzt erschienene Dokumentarfilm Woman in Motion erzählt, wie sie ihre Popularität nutzte, um für mehr Frauen und Schwarze bei der NASA zu werben. Where are my people?
hundreds of people who fought running street battles with police in the Netherlands. These protests shocked a country that is not used to these kind of riots. These students who have been protesting for the last few months warning that their situation too was grave. The Serbian government has yet to announce a plan on how to tackle pollution in the country. Meanwhile, citizens in Serbia are calling for action now. We want clean air for us and for our children. Germany's central and northern areas have been hit hard by heavy snow and winter storms. They call it the Flockdown. Jonah, thank you very much for braving the snow.